So, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ich bin der Booster. Wir spielen Lords of the Fallen. Und wir sind das letzte Mal ja hier bei der brüchigen Wand gewesen. Wir sind dann auch zurückgelaufen, aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich bin jetzt hier nochmal hingelaufen. Ob man nicht doch hier irgendwie durchkommt. Es wirkte so, als wäre der Boden irgendwie kaputt. Nee. Probieren wir ein anderes Schild. Turmschild. Drachenschild. Keine Ahnung, oder? Leute. Löwenkopf, Turmschild. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Keine Ahnung. Faustschild. Okay, ja, das ist bekannt. Kleine Schilde sind eher zum Parieren da. Oh, wow, what? Wie habe ich das jetzt gemacht? Okay, ich will jetzt auf jeden Fall unser Schild wieder ausrüsten. Hier, Bollwerk. Oder? Ne, das hatten wir, genau. Den Kommandanten. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Aha, mit einem kleinen Schild kann man Schild anstuten. Nein. Das hat nichts gebracht. Nee. Okay. So. Aha. Das war ja klar, dass wir hier nicht alleine sind. Okay, das wird ein Damage Race. Bevor wir hier vergiftet sind. Schnell. Oh. Da ist die Frage, ob hier. Naja, okay, hier sind noch mehrere. Hier was. Na, da unten könnte noch was sein. Was ist hier? Tür ist verschlossen. Ja, nicht so geil. Aha. Ja, tob dich aus. Bin ich dran. Und die halten aber schon was aus. Na.
lass mich erst was trinken. Ja. Safety first. Okay, das war hier ums Eck, ne? Hier stand der. Ja. Na, ich würde, da wir jetzt hier drin sind, würde gerne hier unseren Dings nehmen, falls wir Magie brauchen. Oh, da war. Ja, okay, okay, Kollege. Hab gesehen. Ja, ja. Hier unten waren auf jeden Fall noch so Eier. Ich glaube, wenn die explodieren, kommen da so, ja, genau, kommen hier noch so kleine Spiders raus. War nur ein Ei? Ne, zwei Eier, genau. Ach, ich dachte, das wäre Loot. Nee, Hebel habe ich gar nicht gesehen. Oh, okay, boy. Oh. Oh, oh. Gerade noch im Augenwinkel gesehen. Ja, dachte ich mir schon, dass hier ein Ei rauskommt. Genau in die Sackgasse rein. Noch eine. Erstmal schnell was trinken. Da war doch gerade noch eine Spinne, oder? Und es kann auch sein, dass ich die Leiche gesehen habe. Aber es hört sich auf jeden Fall so an, als wäre hier noch. Machen wir hier. Gibt es eigentlich hier. Ja, okay. Blanch Attack gibt es nicht, so wie es ausschaut. Aber warum ist hier eine Rune? Das ist zum Beispiel interessant schon mal. Okay, irgendwas öffnet sich auf jeden Fall. Aha. Interessant, interessant. Okay, das war ja, wo wir stehen geblieben sind. Oh, ah, da. Ach, jetzt ist er durch die Tür durch. Okay, okay. Das war hier die Tür, die wir aufgemacht haben. Okay, okay, verstehe. Das ist quasi so der Shortcut. Interessant.
Ja, was ich mit den menschlichen Schädeln anfangen soll, erschließt sich mir noch nicht ganz. Sage ich ehrlich. So. Theoretisch komme ich ja hier wieder raus, ne? Ja. Machen wir den erstmal weg, nicht, dass der uns hier in den Rücken fällt. Okay. Hier unten war auf jeden Fall noch was. Ist die Frage, ob wir das aufbekommen. Versuche mal zu eruieren. Aha, hier ist eine Tür. Erschlossen, okay. Auch verschlossen wahrscheinlich. Ach nein, das ist offen. Interessant. Erstmal hier den Loot nehmen. Truhenschlüssel im Haupthalle. Okay, jetzt haben wir erstmal hier. Truhenschlüssel. Hier war die Tür, ne? Erschlossen. Ist die Frage, wenn wir jetzt hier... Irgendwo geht auf jeden Fall was auf. Vielleicht sogar hier die Tür. Ja. Okay, wir waren zu langsam. Och. Ja, man muss eigentlich hier drauf gehen und dann instant hier durchrollen, sprinten. Ach, okay, bitte. Wieder gegen die Wand gelaufen. Okay, kannst du vergessen. Wenn du nicht gleich instant durchrollst. Okay. So, dann machen wir den nächsten Step, der möglich ist. Zack. Dann ziehen wir die Sachen aus. Okay, jetzt sind wir grün. Ah, bitte. Hä? Okay. Ja, ich weiß halt nicht, ob da drin ein Gegner ist, ne? Ah. Mal springt er nicht. Okay. Ja, erst anziehen. Und hier die Dings würde ich gerne anziehen. Aber vielleicht können wir was anziehen mit wenig Gewicht. Nach Gewicht ist... Okay, dann ist egal. Dann nehmen wir hier Rüstwert. Okay, dann bleiben wir noch. Ah, 1,5 ist zu viel. Okay. Obwohl die Boots waren dann schon strong, aber... Aha, dachte ich mir schon fast.
So, was ist jetzt hier? Hier muss ja irgendwas Geiles sein. Faustwaffe. Okay. Also mit einer profanen Faustwaffe habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aha, hier ist der Hebel. Hier komme ich dann quasi immer raus, ne? Bleibt die dann offen oder geht die wieder zu? Okay. Die Faustwaffe würde ich mir trotzdem anschauen wollen, gerne. Obwohl die wahrscheinlich nicht für uns wirklich geil geeignet sein wird. Nadeln. Faustwaffe. Genau, wir brauchen... Ach so, deswegen machen wir so wenig Schaden, weil wir kein Geschick haben dafür. Sonst würde die wahrscheinlich deutlich mehr Damage machen. Okay, verstehe. Die Axt hatte ich doch, oder? Ja, genau. Okay, das heißt, wir haben hier den Raum und hier den Raum. Ansonsten kommt man dann hier nur zurück. Na, okay, okay. Aber so, auch wenn man in, ich würde mal behaupten, wenn wir das am Anfang entdeckt hätten und hier reingekommen wären, mit unserer ersten Ausrüstung, kommen wir jetzt hier raus. Tür ist verschlossen. Interessant. Warum ist die Tür noch verschlossen? Da oben ist auf jeden Fall hier noch eine Spider-Spinne. Kann man irgendwie da hoch? Kommt man hier da hoch? Das ist die Frage, ne? Theoretisch wäre das die Richtung, die ich gehen sollte. Ah, Loot da gelassen. Ja, hier irgendwo. Ah, ganz vergessen, dass hier noch einer ist. Ja, theoretisch hier jetzt irgendwie, ne? Kann auch sein, dass wir jetzt wieder komplett falsch sind, ne? Oh, hier ist sogar Loot. Weil hier sind wir gestartet. Oh, hier ist ein Raum. Aber den nur noch nie entdeckt. Interessant. Ja, bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Oh, hier. Auch Loot da gelassen. Interessant.
Ja, irgendwie von der Grundrichtung hätte ich gesagt, ja. Kommen wir, glaube ich, dem näher. Aber so wirklich dann dorthin gekommen bin ich nicht, wo ich eigentlich dachte, dass ich hinkomme. Auf jeden Fall war da noch ein fettes Spinnentier an der Wand. Was mich halt nur wundert, warum kommen wir genau hier unten wieder raus? So, hier oben ist der Dicke, ne? Ja. Aber hier oben war doch keine Tür mehr oder so, ne? Jetzt bin ich hier runtergetroppt. Aber wir haben auch einen Schlüssel bekommen, ne? Also. Genau, das war hier die Tür, die wir aufgemacht haben zum Keller quasi. Irgendwas übersehe ich, Leute. Auf jeden Fall. Und da oben ist der Raum. Ganz klar, hier oben ist der Raum. Irgendwie muss ich hier in den Raum kommen. Okay, das ist jetzt auch deaktiviert, weil wir haben jetzt den Raum quasi freigeschaltet. Ja, Schloss. Aber von der Seite, ich müsste eigentlich von der Seite irgendwie von hier hinten dahin kommen. War hier nicht noch eine Tür? War die hier? Oder war die hier oben? Kann auch sein, dass es noch ein längerer Weg ist, bis man dann endlich dorthin kommt. Hier geht irgendwie nichts. Hier war ja auch keine Tür oder so, ne? Nicht wirklich. Aber irgendwie muss man ja dorthin kommen. Ich glaube ja nicht, dass wir von außerhalb oder dass man von hier da hinkommt. Ich aktiviere nochmal, dass wir hier den Ding haben. Kann man sich hier irgendwie droppen lassen? Hier irgendwie ein Versteck, was wir noch nicht gesehen haben. Achso, das ist hier so eine zweite Ebene. Halt die Frage, ob man da dahinter kommt, aber wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ich sehe gerade den Boden. Kann man den Boden hier irgendwie zerstören? Weil theoretisch ist das hier unten irgendwie, ne? Hier ist noch das komische Licht, was der Kaslo gecastet hat, ne?
Vielleicht muss ich mich von oben runterfallen lassen. Schauen wir mal. Oh, ich glaube nicht. Weil hier scheint der Boden nicht so brüchig zu sein oder nicht zerstört. Hier oben wirkt es so, als wäre... Ah, es wirkt, glaube ich, nur so. Als wäre hier der Boden auch brüchig. Also falls da wer was weiß und mir da gerne mal einen Tipp geben möchte, wie man in den einen Raum kommt, wo die Spinne noch hängt, gerne in die Kommentare. Bin ich echt gespannt, was ich da übersehen habe. Aber wenigstens haben wir wenigstens ein kleines Geheimnis lüften können. Und zwar das mit der brüchigen Wand. Genau, hier den Schlüssel haben wir ja auch bekommen. Oder Schlüssel. Ja, es war auf jeden Fall. Jetzt könnten, glaube ich, die Sachen alle respawned sein, oder? Ja. Okay. Ja, ich versuche jetzt da durchzulaufen. Ob das jetzt wirklich die beste und klügste Idee ist, ja, lassen wir mal dahingestellt, aber ich möchte jetzt endlich in das komische Portal. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das, ja, nochmal so triggert, dass ich da bei der Wand nicht durchkomme. Möchte das mal ausprobieren. Ah, okay. Also auch so ein Knockback dann. Interessant. Aber ich denke, mit unserer ersten Ausrüstung, wenn wir da reingerannt wären oder reingekommen wären, wenn wir gewusst hätten, wie wir dort reinkommen, wir hätten wahrscheinlich gegen die Spinnen echt ein kleines Problem gehabt. Also Problem in dem... Ja, schon. Ich denke schon, dass das gerade, wenn man... Wir haben ja doch jetzt schon ein bisschen was gelevelt. Wir haben auch schon Ausrüstung gefunden. Konnten uns ganz gut verteidigen. Ich denke, wenn man da als erstes reinkommt und wenn man weiß, mit dem Schild, also mit dem Parry-Schild, sind wir durch die Wand durchgekommen. Mit den anderen Schilden haben wir ja gar nichts machen können. Ja, ich würd schon hier laufen wollen. Hier die Abkürzung. Ein bisschen Ausdauer, weil hier brauchen wir Ausdauer wenigstens ein bisschen. Denkmal ist das. Hier war doch einer, ne? War der Dicke. Ja, die zwei Ranges. Bin auch gespannt, irgendwo am Anfang konnten wir uns ja irgendwo droppen lassen. Jetzt erstmal von oben. Aber es wirkt nicht so, als wäre jetzt hier irgendwie... Ah, hier geht's hier runter, okay. Ich glaube nicht, dass wir hier aufmachen können, aber... Also wir haben ja jetzt auch schon einige Schlüssel bekommen und so, aber... Viele Wege bleiben uns dennoch immer noch versperrt irgendwie. Achso, hier kommt jetzt der Typ, der ist super stressig.
War nicht gut gemacht. Ja. Daneben. Aber keine Ahnung, ob das wirklich Einbildung ist. Nein, ist nicht. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch einiges machen. So. Bin gespannt, wo es hier hingeht, oder? Unglaublich. Hinter der Pforte ist keine Kammer, sondern eine andere Welt. Sie wirkt vertraut, aber wie eine Kindheitserinnerung. Verzerrt, brüchig. Dieser Lichtstrahl. Ist das der Ort, nach dem du suchst? Ich werde allein gehen. Du hältst mich bloß auf. Also, wir sehen uns, Glatzkopf. Vielleicht. Ja, das ist immer manchmal nicht so ganz logisch, warum. Erst sollen wir alleine reingehen, dann gehen wir alleine rein, dann ist sie doch wieder dabei und im gleichen Moment sagt sie, ne, sie geht alleine. Ja. Aha, hier ist quasi der Ausgang. Aha. Schaut ja super einladend aus. Kommen. Er scheint doch tot zu sein, aber meine Befürchtung war zuerst, dass die Käfige runterfallen und dann kommen da irgendwie vielleicht Zombies raus. Aha, wer bist du? Ein Schmied? Hässliche Fresse. Ja. Er nahm sein bleiernes Schwert zur Hand. Kannst ja sogar reden. Und du ebenfalls. Ich bin überrascht. Was bist du? Gute Frage. Die irdischen Gesetze gelten nicht mehr für mich. Vor hunderten Lebzeiten verließ ich das Reich der Menschen. Ich habe keinen Namen mehr. Er ist lange vergessen. Hier spielt er keine Rolle. Du hast das Reich der Menschen verlassen. Von dem Moment an, als die Universen geboren wurden, begannen sie zu sterben. Es ist unausweichlich. Nichts bleibt gleich. Selbst du veränderst dich in diesem Moment. Direkt vor meinen Augen. Und ich mich vor deinen. Okay, klingt irgendwie... Das ist ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja absurd, ne? Das ist... Ich frage mal, was er macht. Etwas sucht nach mir. Etwas Wertvolles. Es wird mich erreichen. Stück für Stück. Was meinst du? Es wird kommen, wenn die Roga gehen. Die Roga werden nicht so schnell verschwinden. Gehen und kommen. Kommen und gehen. Für mich ist das ein und dasselbe. Was suchst du denn für einen Schatz? Es ist ein Kristall. Ein ganz besonderer Kristall. Ein Kristall, der Risse zwischen den Welten erzeugen kann. Risse stärken, um neue Wege hervorzubringen. Die Roga könnten diesen Kristall benutzen, um in unsere Welt zu gelangen. Den Kristall selbst findest du am Ort der Macht. Dem Ort, wo alle Energie sich sammelt. Nimm ihn an dich und die Roga-Herrscher sitzen fest. Dann bring ihn zu mir zurück. Ja. Was suchst du nochmal für einen Schatz? Ein Kristall? Er sucht einen Kristall, okay, ja. Bisschen unlogisch, aber ja. Werkzeuge. Bist du eine Art Schmied? In mancherlei Hinsicht, ja. Ja, das könnte man so sagen.
Ich habe durchaus mit Waffen und dergleichen zu tun. Dann schmiede mir was. Ich könnte dir den Ozean geben. Und du bittest mich bloß um ein Glas Wasser? Gut, dann gib mir den Ozean. Zeig mir eine deiner Runen. Und mit dieser Rune kannst du jede beliebige Waffe verstärken. Aha, das sind die Runen. Ich habe mich schon gefragt, letzte Folge hatte ich ja mein Inventar ein bisschen durchgeschaut und dann habe ich mich gefragt, was ich jetzt mit kleinen und großen Runen machen kann oder auch nicht. Ich dachte, das sind eher so Seelencontainer, die ich dann nutzen kann, um Erfahrung quasi zu bekommen. Aber jetzt werden wir erfahren, wofür wir sie brauchen. Hier brichst du versiegelte Runen. Du kannst die Art der versiegelten Runen mit auswählen, okay? Wenn du deine Auswahl getroffen hast, kannst du mit RT Erfahrung setzen, um deine Chance auf höherwertige Runen zu erhöhen. Sobald du mit deiner Auswahl zufrieden bist, kannst du die versiegelten Runen öffnen, indem du A drückst. Ach so. Hm? Aha, die werden dann da angezeigt. Dafür brauche ich 1000. Ich würde mal eine normal öffnen. Achso, niedrige Feuerrune. Okay. Aha. Waffe, Rüstung und Schild. Okay, kann ich die dann auch wieder zerstören? Pump mal 1000 EP rein in die große Rune. Makellose Glücksrune. Tributskalierung plus 4% für eine Waffe. Ausrüstungskapazität kann ich erhöhen und Energieverlust durch Blocken. Okay. Das ist jetzt die Frage, kriegt man dann immer makellose Giftrune? Okay. Ah, okay, dann bekommen wir einen Dot-Effekt. Das ist sicher für Bosse, also für große Gegner, sicher nice. Ja, ich will das ein... Also, uns fehlen leider ein paar EP. Höhere Kraftrune. Aha, okay. Runen ausrüsten. Auf meine Axt. Kann ich hier was drauf craften? Ja, sehe ich auch, was das dann bringt. Gift ist nur der Gift-Dot-Effekt, ne? Bonus auf Attributskalierung. Wir... Achso, ich will ja nicht das Schwert, ich will hier die Axt haben, genau. Die Axt hat mir schon gefallen. Feuerschaden. Ja, ist wahrscheinlich so wie Gift, ne? Das ist halt nur mit niedrig, wahrscheinlich mit 2 Feuerschaden eher schwach. Das wäre Poison. Poison klingt natürlich sehr verlockend. So, hier kann ich ja nochmal. Dann kann ich. Wie kann ich nochmal die Runen lesen? Ach. Bin ich rausgegangen. Was sagen die Runen, wenn... Aber ich könnte das dann einfach umcraften, ne?
Oh. Ach, die ist dann verbraucht. Ach nein, Giftrunen. Naja, zwei, ich hatte ja zwei Giftrunen. Aber das heißt, ich mache 14 Damage mehr. Das ist ja schon fast interessanter wie der dort. Okay, lassen wir das mal. Ich kann ja hier auf meine auch was draufcraften. Bonus auf Gift. Block Chance. Feuerbonus. Ausrüstung. Also warte mal, die Boots. Aha. Also das sind eher so defensive Sachen. Okay. Warte mal, wenn ich hier die Giftrune nehme und ich würde gerne schauen, was mich das hier beim Schild bringt. Auf Energieverlust durch Blocken. Das heißt, wenn ich blocke, dann verbrauche ich weniger Dings und dafür mache ich mal den Giftdot hier auf die Waffe. Na, ich schon drauf, okay. Obwohl, ist auch sehr verlockend, die andere Rune hier drauf zu machen. Hier haben wir ja, genau. Rüstungswert. Würde gern nach Gewicht. Er ist sogar leichter, der Helm, und besser. Nice. Und dann könnten wir theoretisch ja wieder unsere schwereren Boots tragen. Ja. Bonus auf Bisswiderstand. Ja, wir craften jetzt einfach die Sachen. Ich habe das gar nicht ausgerüstet oder was? Dann sollte ich zuerst den Helm anlegen, damit ich sehe, ob wir vom Ausrüstungsgewicht noch da bleiben. Wo sind denn hier die fetten Boots? Wert, also muss wieder rauf scrollen. Das waren ja hier diese, ne? Okay. So 3 sind zu viel, 3 Kilo. Dreieinhalb. 2. Es sind halt schon krass, ne, die Boots irgendwie. Gefühlt zumindest. Naja, ich glaube, grün soll. Ja, grün. Ich weiß nicht, ob wir grün wirklich anstreben sollten als Tank. Das ist eins mehr und wir hätten dann ein bisschen mehr. Ja, aber deutlich schwerer. Ich glaube, das würde ich erstmal so lassen. Das würde ich auch so lassen. Den Helm haben wir ja schon ausgetauscht. Okay, dann. Das, was wir jetzt ausgerüstet haben, daher stellen wir jetzt einfach ein paar Runen drauf. Also, ja, okay. Aha, okay. Es gibt dann auch sowas wie. Heißt, wir könnten. Ah, okay. Bin ich leider rausgegangen. Auf der Waffe haben wir jetzt den Dot-Effekt, ne?
Ja, okay. Und jetzt craften wir einfach makellos Giftresistenz. Höhere Kraftrune, okay. Nehmen natürlich die besten Runen zuerst. Ach, die haben wir gar nicht ausgerodet, doch. Hier haben wir was. Ach, hier auf dem Magiehandschuh können wir auch was drauf craften. Geschosse mit Poison. Granaten. Einfach Feuer, egal. Druckwelle. Feuer, keine Ahnung, was das bringt dann am Ende. So, hier haben wir was. Ich glaube, wir haben die Handschuhe, ne? Oder? Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich, gebe ich zu, hier das Ganze. Also 7. Rüstwert. 14,2. 2 Kilo. Wir haben schon deutlich mehr. Ja, wir sind ungefähr bei 50%. Neun Kilo. 22. 9 Kilo ist halt super strong, ne? Ja. 18. 7. 5 Punkte weniger. Also von 2,2 auf 3,9. Schon crazy. Dann hier unten, die Sachen sind dann halt super. Super schwer. Na, ich glaube, ich würde das erstmal so lassen. Oh, hier haben wir sogar zwei Sockel. Achso. Jetzt haben wir beide Sockel. Ah, okay. Hier haben wir was drauf. Weiß jetzt immer noch nicht, welche Handschuhe wir tragen, ne? Aber es kann sein, dass gar kein, dass bei den Handschuhen kein Sockel war. Das kann natürlich sein. Aha, wir haben da keinen Sockel drauf. Gewicht. Hier haben wir nicht, hier haben wir nicht, hier haben wir nicht. Ah, wir haben gar keine Handschuhe mit Sockel. Gehen wir mal nach Rüstwert. Ich weiß jetzt nicht, wo hier groß der Unterschied liegt zwischen den zwei. Aber ein Punkt weniger und deutlich weniger Gewicht. Ich glaube, ich würde erstmal hier die Handschuhe lassen. Wir werden sicher noch was finden.
Ist halt wieder irgendwie komplett random, warum hier auf der, ja, man, so wird Metroidvania-Style, man muss erst sich da durchkämpfen, bevor man hier die Möglichkeit hat beim Schmied. Und dann kann man halt auf Glück würfeln. Aber ich glaube, die großen Runen mit EP aufmachen. Aha, was ist hier? Ich will kurz links und rechts mal hier reinschauen. Aha, hier geht es sogar weiter. Da müssen wir hier springen. Springen ist keine geile Option. Aber den Typen da unten können wir wahrscheinlich wegballern von hier oben. Dimensionsbrücke. Ach, die ist auch wieder da. So. Wir stehen in deiner Schuld. Hagin, das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es her? Ich brauche den Ursprung. Was hat es mit diesem Buch der Ahnen überhaupt auf sich? Es ist das Einzige, was mir von meiner Familie bleibt. Und ich weiß, dass sie die Vision hatten, dass ich einen großen Schatz finde. Mal sehen, ob ich welche finden kann. Ja, es könnte nicht schaden, wenn du dich auch mal nützlich machst. Wenn ich wüsste, wo die herkommen, dann könnte ich die vielleicht übersetzen. Aha. Und hier ist auf jeden Fall Stress dahinter. Ist hier dann wieder ein Boss. Okay. Kommt man da rein? Ja, schwierig zu sagen. Echt schwierig zu sagen. Aber hier ist wieder so ein Runenzeichen an der Wand, sogar links und rechts. Die Frage. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Also ich will hier nochmal kurz ums Eck schauen. Hier scheint es ja auch irgendwo hinzugehen. Sehe ich gerade. Westlicher Vorraum. Helm, Weisheit und Brustpanzer, Weisheit. Nicht noch Brustpanzer, Eisbein. Hat der auch zwei? Ne, der hat keine zwei. Warte mal, ich tue den mal hier favorisieren. Nur der hat zwei, ne? Ach, hier ist eine makellose Giftrune drin. Kann ich die auch rausnehmen? Jetzt ausrüsten? Nee. Die Steuerung. So, zack. Die Rune würde ich auf jeden Fall rausnehmen. Die bringt uns ja da nichts. Ja. Ja. Habe ich die Rune wieder. Die Rune würde ich dann lieber hier reinstopfen. Magiebonus waren beide niedrig, ne? Glücksrune. Zusätzliche Ausrüstungskapazität. Ich glaube, die werde ich austauschen. Das war hier die, oder? Nein. Jetzt habe ich sie rausgenommen.
Okay, damit habe ich die Dings raus. Wir haben dann mehr Gift, Poison, bisschen mehr Feuer. Hier hatten wir die Kraftrune drin, genau, und hier hatten wir auch eine höhere Kraftrune drin. Wir haben zwei Kraft, okay. Feuer, Feuer, Feuer. Schaden. Ein Schaden mehr. Kostet aber 35 mehr. Also wir kann nicht aus. Das zahlt sich aus. Die Chance. Schaden 0. Für die Granate. 3 Punkte mehr, Kosten sind gleich. Ja, würde ich das sogar lassen. Fringe oder so ging es ja nicht, ne? Nein. Hier habe ich dann die Runen. Die Frage ist halt, ob man nur EP für die kleinen Runen ausgeben sollte oder ob man auch für die Großen. Wer hat da jetzt Schaden bekommen? Da hinten. Irgendwer hat da hinten auf jeden Fall Damage bekommen. Wie viele EP haben wir? Wir haben 600 EP. Ja, mit 600 EP können wir irgendwie gefühlt nichts anfangen, ne? Gut. Ich sehe eh, wir sind von der Folgenlänge eh bei einer guten Länge angelangt. Wir konnten zum Glück das mit der, ja, mit der brüchigen Wand ja auflösen. Mit dem Parry-Schild sind wir irgendwie durchgekommen. Keine Ahnung warum und wie, aber hat geklappt. Wer eine Information hat, wie man da oben in den kleinen Raum kommt, wo wir gestanden sind, gerne einfach mal in die Kommentare damit und würde mich freuen über Feedback. Ansonsten sehen wir uns dann hier in der neuen Folge und laufen dann hier weiter. Ich würde zuerst, ja, im Westen und dann im Osten mal schauen, wie dann die nächste Folge läuft. Also danke fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!